So, da sind wir erneut bei Spelunky. Und beim letzten Mal sind wir durch ein bodenloses Loch ins Nichts gefallen und haben uns da nicht mehr gewundert, warum wir tot waren. Wir versuchen immer noch weiterhin mit zwei Bomben dort zum Shop zu gelangen, um... Nein, zum Gebietsausgang zu gelangen, um uns dort die heiß ersehnte Abkürzung zu holen. Deswegen dürfen wir keine Bombe anwenden. Im Optimalfall. Das ist nicht unbedingt das Einfachste, aber wir versuchen es. Hallo? Hallo? Ich wollte nur an die Kiste ran. Und dann trifft er mich dreimal, obwohl ich auf ihn drauf hüpfe. Na egal, nehmen wir die Schätze hier mit und gehen einfach in die nächste Ebene. Nachdem wir den Mobs gerettet haben. Hahaha. Huch. Huch, da sind ein paar Piranhas, sehe ich gerade. Ist mir doch nicht so gefällt. Aber wir sind schon weiter und haben jetzt wieder ein Herz mehr. Auf die Kosten von einer Bombe. Ja, eine Bombe habe ich geopfert. Wir dürfen keine Bombe verschwenden. 5 Sekunden später. Hm, ich sollte eine Bombe einsetzen, um hier weiterzukommen. Da ist nochmal ein Mops. Da ist ein Kleidungsladen. Höher springen ist gut. Vielen Dank für den Einkauf. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. So, höher hüpfen ist immer gut. Beschwere ich mich auf keinen Fall drüber. Muss mich wenigstens nicht mehr überall festhalten. Alles, was die Sprungmechanik verändert oder bearbeitet, ist Beste. Ah, da hätte ich mich rüberspringen können, aber ich brauche die Bomben. Sorry! Kann man das als fair benennen? Ich hatte nicht mal die Zeit, mich umzudrehen und der hat schon geworfen. Arsch. Also ich würde es nicht fair nennen, wenn man sich nicht mal wehren darf. Aber fair liegt ja immer in der eigenen Definition des Spieles. Deswegen kann das Spiel sagen, ja, das war fair, aber ich sage... Wie schnell hat das bitte in die Blase gespuckt? So, pff. Ninja-Viech. So, wir wollen hier irgendwo lang. Oh nein, wir sind tot. Das spielt man übrigens, wenn man... Also man darf nicht genervt Spelunky spielen. Sonst kriegt man voll derbe aufs Maul. Hier, dein Kollege. Haha. Hier, fang deinen Kollegen. Haha. So, okay. Hat mir nicht viel gebracht, aber ich... Man muss ja einfach mal alles probieren. Hey, was ist unten? Okay. Die habe ich im Fall getroffen. Mit meinen Ninja-Skills. Okay, den haben wir uns auch erstiebitzt. Sagen wir mal. Die mache ich aus Entfernung kaputt. Man weiß ja nie. Ne, war ja auch nur eine Gift-Kobra drin. Und da sind Bomben drin. Fuck you. Man darf ja noch hoffen. Und träumen. Das Gold nehmen wir mit. Warum auch mein Boomerang gerade meinte, solche Moves zu machen. Okay, die kann ich alle von hier aus ausschalten. Fuck. Weil ich gepeitscht habe. So einen Mobs nehme ich gerne mit. Der ist ja nicht nur förmlich geschenkt, der ist geschenkt. Ein geschenkter Mobs. Einem geschenkten Mobs schaut man nicht ins Maul. Oder so. Ich weiß, es heißt Gaul, aber... Sie rennen gar nichts. Wieso wir ihr jetzt fackeln? Arschloch! Ah, cool, wenn ich an den Dingern vorbeilaufe, kann ich die anzünden. Ja, manche von denen sind aber nicht unbedingt cool platziert. Will ich mal anmerken. Ich hasse Fledermäuse. Ganz ehrlich. What the fuck? Kann ich ja allen anderen im Spiel besser ausweichen, aber diese Fledermäuse, die nerven so sehr, wenn man Gegenstand in den Inventar hat, wenn man nicht draufhüpfen kann. Man kann auf alles fast draufhüpfen.
Aber nein, ich bin eine Fledermaus, ich kann fliegen. Unfairmaus nenne ich die jetzt um, ja? Ah. Ist die Frage, wo der Ausgang ist. Ich sehe den Ausgang. Und das Geld hier. So, wunderbar, wir haben die Nachtebene geschafft. War zwar ein bisschen düster, aber kein Problem für uns. Hier haben wir noch 3 Herzen. So, da oben wäre noch ein Tarzanmann. Wenn ich hier runter gehe, geht's aber weiter. Fangstock, hier. Ich dachte schon, ich werde auch sterben. Aber ich hatte ja Bombenfrosch. Was hat mich denn jetzt getroffen? Irgendein Stein, der da rumfliegt. Super. War mir wert. War es mir wert. Ich wollte nur weg von der Fledermaus. Wirklich, deswegen war es mir wert. Ah. Fledermaus, I hate you. So freaking much. That I talk bad English. Scheiße, Mensch, verzieh dich. Hab kein Geld. Hier in dem Stein. Oh Gott, ich hab getroffen. Aua. Ich hab kein Geld. Oh, ihr werft mich aber runter. Okay. Man lernt immer neue Sachen bei jedem Tod. Welche? Alter, ich hasse Bienen schon generell im echten Leben. Da gehen wir auf jeden Fall nicht lang. Geheimgang? Deswegen war das Geräusch da. 2-1 abgeschlossen. Yay! Okay. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Aha. Hier gibt es also den crazy Shit zu kaufen. Ist ein Gegner? Yangshi, dieser Untote greift Menschen an, um ihnen die Lebenskraft auszusaugen. Ah, hier gibt es Mobs zu kaufen. Ah, guck, dann wissen wir wenigstens, was war. Kuss kaufen. 10.000. Spiel provoziert mich schon wieder. Aua. Ach, der kann mich auch aufheben und rumwerfen. Guck, dann wirft er mich durch die Gegend. Ich kann mir keinen Schwarzmarkt vor die Nase setzen, wenn ich kein Geld habe. Selber schuld. Dann passiert schon mal manchmal Massenmord. Hier, akzeptiere mein großartiges Opfer. Ich habe einen Totenschädel von 5 Metern daneben hergetragen. Best Opfer, was es je gab. Ich kenne mich aus mit Opfern. Nein, okay. Ah! So. Das nehmen wir mit. Das ist der Rage-Tod-Part. Wir müssen irgendwas gegen das Ding werfen. Sonst haben die Arschkarte. So. Das hat sich eigentlich mehr selber gelöst, als ich dachte. Die Fledermaus ist reingeflogen und hat die Falle für mich deaktiviert. BTF? Der wirft einfach durch. Friss Fettsack. Geh weg. Friss Bumerang. So. Den wollte ich mitnehmen. Das war es bestimmt meine ganzen Leben wert. Ich werde hier nie mit 2 Bomben unten ankommen. Aber ich lerne immer mehr dazu. Das ist doch wenigstens eine positive Sache. Ach ja, für eine Sache würde ich meine Bomben verschwenden, wenn ein Sarg wäre. Ich bin leider ein Mensch, der Reskins und alles von je neue Charaktere und alles so sehr liebt, dass er alles dafür... Ich gebe mein Leben dafür her, meine Seele verkaufe ich an Teufel. Einfach nur, damit mein Charakter eine neue Farbe hat. Ich liebe sowas. Oh, der rennt mir ein bisschen jetzt hinterher. Ein bisschen, meine ich, ein paar Sekunden. Das war Glack.
Aha! Verfickter Müll! Ich will doch nur mal zwei Bomben ab. Der hat's provoziert. Jetzt finden wir heraus, was er bewacht. So, und der wird jetzt hier Amok wahrscheinlich rauslaufen. Okay, ich hab ihn, bin ihn losgeworden. Er bewacht nur Geld? Oh ja, gut. Ja, nur ist gut. Das war ein bisschen mehr als nur Geld. Da ist noch einer, der Amok läuft. Und hat den kleinen Frosch kaputt gemacht. Den kann ich nicht tot, ne? Aha! Ja, geht da unten raus! Perfekt! Der hat ein Cape dabei gehabt. Und die Kletterhandschuhe. Ja, what the fuck. Muss ich den Ausgang finden. Ah, oh, hab den Ausgang. Wirf den Stein herunter. Okay, tschüss. Ich hab Geld, ich hab Fame. Ich hab alles. Nur keine Bomben. Wie kriege ich am besten Bomben? Kann ich mir jetzt ganz lange überlegen. Weil ich aus irgendeinem Grund ganz viele coole Items habe und Angst vor Händlern. Wäre voll die Arschkarte, wenn man jetzt in den Schwarzmarkt reingeht. Hey! Okay. Was macht man in so einer Situation, wenn die Pflanze nicht die Dinger frisst? Nochmal nach oben gehen und sich einen anderen Weg überlegen oder planen. Ja! Oh. Peitsch, 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 peitsch und dann trifft er nicht, ne? So, sind wir erstmal hier ganz langsam runter. Ach, guck mal, jetzt sind wir jetzt schon da. Dann vorbei. Oh, der hat sich sogar bewegt. Ich hatte vermutet, dass sich Gegner nicht bewegen. Tschüss. Erstmal auf den Kopf hüpfen und dann in die Tür gehen. Hallo Mops Bussi. Thank you Mops Bussi. Wie kommt der der Händler eigentlich so gut durch die Mine durch? Na gut, ich bescheiße ihn um ein bisschen viel Geld. Da würde ich auf einmal auch neue Technik entwickeln, durch alles hindurch zu kommen. Ah, diesmal bin ich aber bewaffnet, Schrotflintenmann. Und du hast nur eine Schrotflinte. Nur. Ah, die kann ich nicht wegtreten mit draufhüpfen, okay. Die Leiche brennt. Ignorieren erstmal den rechten Gang. Und gehen dann hier mal durch. Aha, ein Wikinger! Ich will nichts sagen, aber... Ja, guck mal, der hat mir sogar noch eingelassen. Danke, Herr Wikinger! So, das wollte ich wenigstens noch haben. Oh, das Teil gefunden. Danke. Oh, Gott sei Dank. Aua, der hat mich rumgeworfen. Ich wollte ihn doch nur mit seiner Schrotflinte abschießen. Nö, sei mir nicht gegönnt. Hauptmenü. So, schauen wir doch mal. Abenteuer. Yeah, Dovahkiin, Dovahkiin. Dann sind wir jetzt Dragonborn ab heute. Viel geiler als Belanki-Charakter. Viel geiler. Auch wenn er einen Tangan hat. Und
ein sehr komisches Kind für. Komisches Kind. Dovahkiin, Dovahkiin. Ich kenne den Text nicht. Hier ein Frosch, fang ihn auf. Ich schenke ihn dir. Ich schlag dich, ich werf dich. Du bist mir auch voll egal. Hallo? Stört ihn scheinbar nicht. Na gut. Dovahkiin verabschiedet sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Dovahkiin, Dunki.